Ich habe euch seit langem mal wieder mitgenommen, um mich hier fertig zu machen. Tja, ich würde sagen, wir legen einfach los nach dem Intro. Guten Morgen in meiner Welt. Diejenigen von euch, die gerne die Style and Talk Sachen angucken. Ich muss euch noch ein bisschen weiter wegstellen. So, sonst ich auch ganz im Bild bin. Jetzt passt es ja nicht. Wir sind mit dich. Wir fangen an mit Sonnencreme. Die habe ich tatsächlich noch nicht drauf. Und warum mache ich das jetzt? Zum einen, klar, muss man. Zum anderen habe ich kein Make-up mehr. Ich habe meins weggeworfen, weil es halt einfach mal wieder zu alt ist. Und ich werde mir nichts Flüssiges mehr kaufen, weil das ist einfach Verschwendung. Denn ich krieg nichts leer. Ich krieg wahrlich nichts leer. Ne? Also das war jetzt so weit drüber. Es hat zwar noch gut gerochen, aber irgendwann wird es halt schon auch mal gruselig. Jetzt nehme ich halt wieder das hier. Das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr verwendet. Aber an dem ist halt das Problem, das oxidiert auf der Haut. Das wird leicht gelblich. Ich fange jetzt aber trotzdem erstmal an damit, mit den creamy Sachen. Achso, nee. Erst Sonnencreme. Erst Sonnencreme. Die ist gar nicht schlecht hier. Die hat bei mir in meiner kleinen Sammlung. Klingt jetzt kriminell. In meiner kleinen Sammlung hat die den größten UVA-Schutz. Ja, das kann jetzt eine Weile dauern. Ich bin jetzt niemand, der exakt 3 Gramm auf dem Gesicht aufträgt. Das auch nicht. Deswegen achte ich immer darauf, wirklich Cremes zu verwenden, die einen hohen Schutz haben. Und da seid ihr dann auf der sichereren Seite, wenn es darum geht, einigermaßen geschützt im Gesicht zu sein. Dann Fakt ist, das ist der beste Slow-Aging-Effekt, wenn ihr euch halt vor der UVA-Strahlung schützt. Das mache ich ja schon eine ganze Weile. Noch besser wäre es gewesen, wenn ich schon mit um die 20 angefangen hätte, aber besser spät als nie, nicht wahr? Und für diejenigen, die das gerade wohnen und wie viel das ist. Wie gesagt, ich messe das nicht ab, aber grob 3 Gramm müssen schon ausgerichtet. Und es passt gerade mit dem Mineral-Make-up echt gut zusammen. Denn wenn du Mineral-Make-up aufträgst, tust du immer kurz vorher ein bisschen Feuchtigkeitscreme drauf machen. Die ist ein bisschen fettiger übrigens. Und dann haftet das Mineral-Make-up ganz gut eigentlich. Das mache ich aber zuerst den Concealer. Ich habe so ein paar Macken leider im Gesicht. Hormonell gesehen passiert da bei mir gerade im Moment wieder einiges. Und da habe ich ganz gerne so ganz komische Pickel dann im Gesicht, die so wie so Blasen sind und dann irgendwann von alleine sogar platzen und dann bleibt so eine Narbe immer übrig. Ich habe normalerweise so mit Pickeln und so gar keine Probleme, Gott sei Dank. Wenigstens etwas. Lässt sich natürlich gut verteilen, wenn schon die Haut so schön durchgefeuchtet ist von der Sonnencreme. Wie gesagt, die ist ein bisschen fettiger, ne? Also nicht so fettig wie anscheinend die neue von DM, aber ich mag die echt gerne. Ich mag die wirklich gerne, würde sie mir aber auch nachkaufen. Aber ich habe gerade 2 offen und das reicht. Du sollst ja auch
Sonnencremes aufbrauchen können. Na, so. So. Das ist ein nagelneues von Benecos. Auch das habe ich weggeworfen, weil irgendwann wird es mit so Cremeprodukten halt echt gruselig. Ne? Gruselig warum? Weil irgendwann geht halt alles kaputt. Irgendwann geht halt alles kaputt. Orange ist ganz gut bei Augenringen. Also das da funktioniert für mich ganz gut. Deswegen habe ich es jetzt auch nochmal genommen. Grün war bei Rot. Ein bisschen Grün drüber machen. Wegen der Macke. So. Da haben wir auch allgemein gerade ein bisschen rötlich. Ja. Also gewöhnt euch an, wirklich Kosmetik auch wegzuwerfen. Ihr tut eurer Haut nichts Gutes. In der Regel gehe ich immer danach, wenn sich die Konsistenz von einem Produkt verändert, dann wird es weggeschmissen. Aber oftmals kann man danach gar nicht mehr gehen, weil sich nicht mehr verändern in der Konsistenz. Meistens ist dann, wenn dieser Geruch rauskommt, ist es meistens echt zu spät. So, jetzt suche ich mal einen Pinsel. Es gab mal vor ewigen Zeiten von Essence so einen Mineral-Make-up-Pinsel und den nutze ich dann dafür. Der ist halt auch echt, weil der ist super fein gebunden. Hier seht ihr, ein Kabuki. Und der funktioniert bei sowas echt mega gut. Mal schön einarbeiten. So. Immer schön einarbeiten, aber der ist echt mega gut. Ich habe ja etliche Pinsel auch weggegeben und weggeschmissen, weil sie sich halt auch aufgelöst haben. Der, ich weiß noch, Maggie hat den damals empfohlen und alles, was Maggie gesagt hat, da war ich echt anfällig. Da war ich wirklich anfällig. Wenn irgendjemand was gesagt hat, bin ich hergegangen und habe es gekauft. Ja, noch so eine Kruste, da kann man auch so ein bisschen... Ah, scheiße. Das ist halt der Scheiß so an Mineral-Make-up. Das macht halt echt Sauerei. Das macht halt echt mega Sauerei. Ich werde mir aber trotzdem das von Lili Lolo holen, von dieser Probe, die ich da habe. Weil das funktioniert echt mega gut. Denn an dem finde ich, wie gesagt, ein bisschen blöd, das dunkelt nach. Das gibt es aber auch nicht mehr. Und bei diesen Mineral-Make-ups ist es halt nicht so wild. Die gehen halt mit der Zeit mal kaputt. Aber so Cremeprodukte, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, wirklich noch nie ein Cremeprodukt leer bekommen. Noch ein bisschen rausholen. An meinem Finger habe ich noch was. Wie kommt denn das? Wahrscheinlich vom Aufmachen. Da muss man sich halt schon ein bisschen mehr Zeit nehmen. So, ein bisschen. Jo! Und mit der Sonnencreme drunter, da wird die gerade noch schön gesettet und verstärkt. Durch den Puder. Es gibt ja, ich glaube, Marek macht das auch. Aber ich glaube, da habe ich es bei
bei Leon gesehen, dass der auch zum Teil Puder drüber tut. Auch noch ein bisschen. Also das ist von der Qualität echt nicht so gut. Da ist das von Lili Lolo einfach noch ein Ticken besser. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Das ist wirklich nichts für Leute, die mal schnell eben was auftragen wollen. So, jetzt reicht's aber. Doch, ich nehme noch ein bisschen. Ich bin schlimm, ich weiß. Das hier oben ist nicht so gut geworden, aber da bin ich halt momentan auch. Das ist meine Problemhaut im Moment. So. Wie sieht's aus? Alles voll mit Puder. Egal. Egal. So. Dann, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir Bronzer. Mein Bronzer ist von Altera. Hey, heute gibt es gar nicht so viel zum Reden. Aber ich bin nicht in der Lage, so multitasking-mäßig voll abzugehen. Ich tue mein Bestes. Ich mache übrigens dieses Jahr nicht im Juni Pause, sondern im Juli. Zum einen, weil ich im Juni halt einfach da bin. Ich habe eine Therapie begonnen. Und die läuft natürlich weiter. Und zum anderen ist einfach der Juni immer ein Ticken zu früh, finde ich. Na, also ist ja dann eh so, dass ich dann die letzten 2 Wochen von dem Monat, wo ich Pause mache, dann wieder anfange mit Vordrehen. Und dann fängst du schon im Mai an, irgendwie Pause zu machen. Das ist halt einfach, das ist nicht so. Also das hier gefällt mir nicht so. Das hier gefällt mir nicht so, aber passt schon. Passt schon. Den, also das ist von Lavera, der Highlighter. Den werde ich jetzt nächstes austauschen, wenn ich das nächste Mal in Ravensburg bin. Da habe ich einen fetten Aufsteller bei Müller gesehen. Da habe ich mir ja auch den Eyeliner von Lavera geholt. Ich bin mit dem bin ich echt auch zufrieden gewesen und wie man sieht, habe ich da ja einiges rausgeholt, einiges. Und der ist halt auch mega drüber schon. Also er stinkt noch nicht, verhält sich auch noch nicht anders. Von dem her ist das okay. Ich habe auch keinen Primer mehr für die Augen, den habe ich auch weggeschmissen, denn Altera hat diesen Primer nicht mehr. Bin mit dem echt gut zurechtgekommen. Ich muss mal echt abchecken, was in diesem Primer von Ding, also von Catrice, ob da Mikroplastik drin ist, aber ich vermute ja. Jetzt mache ich halt nur Mineral-Make-up drauf. In der Regel reicht das auch. Vielleicht brauche ich auch gar keinen Primer mehr für die Augen, denn so oft bin ich nicht geschminkt.
Und wenn das Ganze hält, also ich finde diese Farbe von Lili Lolo einfach viel passender. Die ist auch von der Körnung her ist die halt einfach schöner. Also dieses Mineral-Make-up, das funktioniert auf der Haut einfach besser als das von Alverde. Und das werde ich mir nach meinem Kaufstopp holen, denn genau genommen brauche ich es nicht, weil das funktioniert im Moment. Und ich mache ja diese Kaufstopp-Sache noch bis Ende August. Und dann werde ich mir mal das holen. So, jetzt haben wir hier den Lavera Eyeliner. Ich weiß nicht, ich habe diesen Dating Joe Black habe ich nicht mehr gesehen. Und ich gehe halt davon aus, dass es den nicht mehr gibt, dass sie den aus dem Sortiment genommen haben oder so. Gut, ich habe jetzt aber auch nicht mehr geguckt, wenn ich ehrlich bin. So. Durch das Mineral-Make-up brauche ich heute schon ein bisschen länger. Schon bemerkt, aber Puder braucht man halt keinen. Ich habe mir den Puder trotzdem hingelegt. Ich habe mir eh überlegt, so ein bisschen mehr wieder Puder zu verwenden, denn damit lässt sich halt der Sonnenschutz super gut setten. Und ich wollte einfach mal gucken, ob das für mich halt was ist. Ja. So. Aber ihr wisst ja, Puder ist ja nicht gleich Puder, ne? Also der von Alverde ist okay. Ne, also da habe ich schon relativ viel auch verwendet. Das ist schon das ganze Musterwerk. Das ist für mich ein großes Ding. Ich liebe diese Real Techniques Pinsel, besonders der. Ich bin ja echt so ein... Ah, das funktioniert echt gut, ja. Da merkt man erstmal, wie hinderlich dieser Primer auf dem Auge war. Heu. Krass. Also mit dem Puder funktioniert das echt um einiges besser. Wow. Manchmal bildet man sich auch ein, man braucht Dinge, braucht sie dann gar nicht. Aber das ist jetzt halt die Sache, setzt sich das jetzt nachher hier in der Lidfalte ab, weil das sieht immer eklig aus. Aber im Moment ist es trocken, klar. Ich habe jetzt auch einen Haufen Puder drauf gemacht. Oder Mineral-Make-up. Mineral-Make-up ist die richtige Bezeichnung. Aber das wird richtig schön soft. Gefällt mir also ohne diese Primer-Geschichte viel besser. Wer hätte es gedacht? Und ich bin für so, das war ich früher schon immer, mega ungeduldiger Mensch. Ich beneide das ja immer, wenn ich zum Beispiel Artice, also hat die zugucke beim Schminken, wie sie verblendet macht und tut. Für mich, ich bin da halt mega krass ungeduldig, was das betrifft. Bei mir muss es immer schnell gehen.
So, jetzt bin ich mal gespannt, was, ob der noch gut ist. Weil da habe ich schon Fragen bekommen. Hast du den schon probiert? Ist der immer noch gut? In der Regel hat der sich eigentlich nicht geändert. Das Fläschchen sieht ein bisschen anders aus. Pinsel. Ist fein. Boah, jetzt bin ich auch mal gespannt hier. Geht. Also für diejenigen von euch, die ja fette Balken hinmachen möchten, der ist natürlich ein zu dünnes Pinselchen. Aber für mich, die das nicht so haben möchte, aber doch mal fette Balken hinmacht, versehentlich, das ist gar nicht mehr übel. Also der ist immer noch gut. Den hatte ich bis jetzt einmal. Den hätte ich auch noch öfters gekauft, wenn ich halt einen Lavera-Aufsteller irgendwo hätte. Aber mein DM verkauft kein Lavera, also keine Lavera-Kosmetik. Jetzt habe ich mich voll, keine dekorative Kosmetik. Jetzt habe ich mich voll geschmiert. Das ist natürlich schlecht. Kann man machen. Kann man wirklich machen. Doch, der ist gut. Das ist also nochmal. Sieht man nicht. Okay. Also von Lavera Club, da gibt's auch nicht so viel. Was man kaufen kann. Dann Lavera Eyeliner. Ich finde die dekorative Kosmetik von Lavera echt nicht schlecht. Klar gibt es da auch Make-ups, aber wie ich schon sagte, ich brauche so wenig von dem Zeug, dass ich jetzt echt komplett auf Mineral umsteige, denn am Ende schmeißt du es wieder weg. Ich glaube, ich mache da jetzt auch noch was drüber. Jetzt habe ich meine Augenbrauen vergessen. Die kommen natürlich auch noch dran. Ich werde immer älter. Klar, auf dem Kopf habe ich jetzt auch ein paar graue Haare, aber es hält sich noch in Grenzen. Aber wo sich es halt echt nicht in Grenzen hält, ist in meinen Augenbrauen. Ich habe lauter so graue Haare in den Augenbrauen. Und durch das, dass ich halt zwar dicke Augenbrauen habe, also dicke Haare, lange und dicke Haare, und da immer wieder so einzelne Graue rausgucken, sieht es immer aus, als hätte ich mich verzupft. Ja. Und da nehme ich immer den Blond, Aschblond von Alverde. Und auch das Aschblond Alverde Augenbrauengel. Noch das muss ich mal austauschen. Das war schon länger nicht mehr gemacht. In den anderen ist leider Mikroplastik drin. Und das ist schon okay. Ja. Denn es macht ja das, was es soll. Nämlich meine Haare einfärben. Mehr soll es ja nicht. Mehr soll es ja nicht. So, und jetzt gibt es noch ein bisschen Mascara. Da habe ich die Volumen-Mascara von Alverde. Und die ist okay.
aber ich merke das voll häufig, dass ich das weglasse und dann stört es auch noch, wenn ich es weglasse. So, also, wenn jemand so einen richtigen Schwung haben möchte, ist es meistens so, dass in diesen Mascaras halt Kunststoffe enthalten sind. Meistens Mikroplastik. Die laufen ja als Inhaltsstoff noch nicht als Mikroplastik, sondern die werden zu Mikroplastik, wenn es ins Wasser kommt. Und da viele von uns ja eben diese abwaschbaren Pads verwenden, spült man das dann richtig schön ins Wasser rein. Und ja, also ich versuche da echt immer noch halt auch einen guten, wie sagt man, Einfluss, ein guter Einfluss zu sein und eben das auch immer wieder zu erwähnen, dass eben Make-up und Kosmetik etc. eben Kunststoffe verwendet werden, dass das halt länger anhaltend ist und dass ihr das nicht braucht, ne? So, viel dazu. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich fürs Zuschauen. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben, gerne wenn du das Format magst. Zeig es dem Format auch, Daumen nach oben. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.